Das Wichtigste beim Winter ist ganz einfach der Spaß am Training. Man muss so ausgewogen wie nur möglich trainieren, ob das nun Eisschuhlaufen ist, ob es Laufen ist, ob es das Skifahren ist, Touren gehen oder das Langlaufen, ganz egal. Es ist wichtig, dass man über den Winter verteilt, über die ganzen Monate einfach permanent irgendwas macht. Nicht jeden Tag, vielleicht 3 bis 4 Mal die Woche, das reicht vollkommen. Es wird schon früh dunkel, deswegen kann man abends auch bei weitem nicht so gut trainieren wie im Sommer. Aber auch eine Stunde am Ergometer oder anderthalb werden da nicht schaden, beziehungsweise sind sicher nicht schlecht. Und zum Ergometertraining sage ich euch noch im Speziellen 2, 3 Sätze etwas später.